Hallo zusammen. Gestern hat sich, zu meiner Überraschung, Heidrun Dolde in einem YouTube-Video öffentlich an Yamaha gewandt und kritisiert, dass die Registrierungen des Genos 1 auf dem Genos 2 nicht uneingeschränkt funktionieren, da Styles des Genos 1 einfach gestrichen wurden. Sie fragt, warum man gerade die Styles des Genos 1 nicht komplett übernommen hat, obwohl doch die Styles so gut wie keinen Speicherplatz benötigen. Die Folge dieser Sparmaßnahme: viele Anwender müssen ihre Registrierungen mühsam anpassen. Das kann für Bühnenmusiker, die vom Genos 1 zum Genos 2 wechseln, richtig Stress bedeuten. Zu Ihren Beweggründen für das Video möchte ich Sie gerne selbst befragen. Hallo und einen schönen guten Tag, liebe Heidrun. Hallo, lieber Alois. Ich grüße dich. Gleichfalls, liebe Heidrun, vielen Dank, dass du etwas Zeit für uns hast. Du hast, zu meiner Überraschung, vorgestern ein Video in YouTube eingestellt. Da richtest du dich öffentlich an die Entwickler von Yamaha und beklagst, dass im Genos 2 einige Styles aus dem Genos 1 fehlen und daher Registrierungen nicht unbedingt ordnungsgemäß funktionieren. Das Anpassen kann natürlich für Bühnenmusikanten eine gewisse Stresssituation bedeuten. Aber erkläre uns doch bitte einmal den gesamten Hintergrund. Ja. Also es ist klar, mit so einem Video macht man sich nicht gerade beliebt, aber ich weiß, dass ich damit aus den Herzen von ganz vielen Anwendern spreche. Ich bin ja nicht die Einzige, die da die Leidtragende ist. Also mal genauer erklärt, was war der Anlass dieses Videos? Ich muss ja als Shopbetreiberin und Softwareproduzentin immer wieder Registrierungen und Produkte unseres Shops anpassen, viele hundert. Wer auf der Bühne ist, hat vielleicht auch viele hundert Registrierungen gemacht auf seinem alten Keyboard. Und es ist jedes Mal wieder festzustellen, gerade bei den Styles, das ist eigentlich das, der Hauptfaktor bei den Styles, dass die von einem seitherigen Keyboard wegrationalisiert wurden oder umgeändert werden, auf alle Fälle so sind, auf dem neuen Keyboard, dass sie entweder nicht mehr gefunden werden oder dass sie ersetzt werden durch irgendwas, was nicht mehr optimal passt. Jetzt zum Beispiel ein Beispiel hatte ich mit einem Slow-Rock-Style, der im alten Keyboard noch dum, da, dum, 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 dum gemacht hat. Und beim neuen Keyboard macht er nur noch den Grundton. Dum, da, dum. Diesen Style, diesen neuen, den kann ich für meine Registrierung nicht mehr verwenden. Ich muss also nach einer Alternative suchen. Glück, wenn ich noch eine Alternative im Keyboard finde. Wenn nicht, dann habe ich ein echtes Problem. Der Anwender hat dann noch mehr Möglichkeiten, aber ich muss ja dafür sorgen, dass Registrierungen, die auf die Preset-Styles gucken, noch funktionieren beim Anwender. Ich darf dazwischen fragen, das bedeutet ja, das wird mir jetzt erst bewusst, der Bühnenmusiker, der jetzt gerade umgestellt hat, seinen Genos 1 verkauft hat, denkt, er kann die Genos 2 Registrierungen nutzen mit den Styles, der ist gut daran bedient, wenn er alle seine Registrierungen überprüft, ob sie funktionieren. Mhm. Ganz dringend, ja. Der sollte unbedingt mit seinem, ja, ich hoffe mal, er hat alles auf einen USB-Stick gespeichert und nimmt dann einen USB-Stick mit ins Musikhaus und setzt sich wirklich mal einen Tag an den Genos 2 dran oder an das Keyboard. Das gilt ja nicht nur für den Genos, sondern es gilt eigentlich für alle Keyboards, wenn man aufsteigt auf ein anderes Keyboard, übergeht, dass man einfach seine Registrierungen erstmal checken sollte. Falle ich da total in ein Loch nachher und kriege die Krise, weil die Hälfte nicht mehr geht? Man muss also vorher erstmal checken, was wird eigentlich aus der Arbeit, die ich mir in jahrelangem Aufwand vorher gemacht habe. Und ein ganz wichtiger Tipp an die Anwender ist auch, dass wenn ihr euch ein neues Keyboard kauft, viele sagen, okay, ich brauche das Geld von dem Alten, um das Neue dann teilweise finanzieren zu können. Nein, bitte versucht das zu vermeiden, immer schön überlappen. Das alte Keyboard noch behalten, möglichst so lange, bis ihr auf den neuen wirklich umgezogen seid. Weil, meine Erfahrung, ich renne hier auch ständig von Raum zu Raum, um die beiden Genos-Instrumente vergleichen zu können. Es ist wichtig, dass ich nochmal gucken kann, wie habe ich es damals eigentlich dort gemacht?
Weil da kommt ja eine neue Instrumentierung durch die neuen Styles und es kommt was Neues an und ihr könnt gar nicht mehr den alten Stand vergleichen. Ihr habt gar keine Möglichkeit mehr. Wohl dem, der dann noch aufs alte Keyboard gucken kann. Wie habe ich es damals gemacht? Also auf den Stick mitnehmen, aber jetzt haben wir ein Problem. Wenn ihr zum Beispiel umsteigt von einem Tyros-Instrument auf ein Genus-Instrument und habt im Tyros damals alles auf eure Festplatte gespeichert, dann ist klar, die Verlinkungen gehen von Festplatte auf Festplatte und nicht auf USB-Stick. Also da muss man dann eventuell diese hilfreichen Tools, also den Yamaha Registration Manager von dem Murray oder das Songlist-Programm von dem Rainer benutzen, um dann Laufwerksbuchstaben sogar umzuschreiben. Das ist also verrückt. Am besten ist es, und das ist jetzt ein Tipp an alle diejenigen, die jetzt mit einem neuen Keyboard anfangen, egal ob das ein Genos 2 ist oder sonst irgendwas, der erste Schritt sollte sein an dem neuen Keyboard, nehmt die Preset-Styles, die ihr in diesem neuen Keyboard drin habt, und kopiert die erstmal auf euren Keyboard-USB-Stick. Und alle Registrierungen, die ihr dann auf dem neuen Keyboard macht, verlinkt ihr lediglich noch mit den Styles, die ihr auf dem USB-Stick habt und nicht mehr in den Preset-Bereich. Das rettet euch. Da ist aber Fluch und Segen zugleich bei dem neuen Genos. Ich habe jetzt gerade gezuckt, wie du gesagt hast, alle Styles sichern. Das fand ich im ersten Moment eine richtig klasse Idee. Bei dem Genos 2 muss ich aber dann 800 Styles sichern. Ja, aber es ist die Sicherheit, dass mir Yamaha nicht mehr irgendwas unterm Hintern wegziehen kann. Ja, es ist wirklich so, es wird einem unterm Hintern weggezogen Ja. und man sitzt nachher da und ist eigentlich nur noch verzweifelt. Und genau das war diese Verzweiflung, das war eigentlich der Grund für mein Video. Also nicht nur Ärger, sondern echte Verzweiflung. Wie kriege ich meine seitherigen Registrierungen noch so am Laufen, dass vor allem der Sound, den die Kunden ja gewöhnt sind von unseren Produkten, dass ich das noch gewährleisten kann. Ich habe ja eine Verantwortung auch irgendwo. Also ich spüre die Verantwortung. Vielleicht habe ich sie nicht echt, aber ich spüre sie. Und ja, und ihr könnt euch also mit dem neuen Keyboard, egal welches es ist, nehmt die Preset-Styles, kopiert sie auf den USB-Stick und fangt mit den neuen Registrierungen jetzt an, nur noch diese Styles zu verlinken. Denn dann seid ihr aus dem Schneider, falls ihr mal später nochmal ein Keyboard kauft, dann könnt ihr sagen, hier nehme ich einen USB-Stick raus, da stecke ich ihn rein und alles läuft. Weil die Styles sind da, es ist alles erledigt. Also sag mal, im Video von dir war ja die, ich sag mal, dezente Kritik rauszuhören. Es wäre ja kein Problem gewesen, die alten Styles im Legacy-Bereich unterzubringen, zumal Styles ja so gut wie keinen Speicherplatz verbrauchen. Ja, ich habe jetzt vorher extra mal nochmal geguckt, wie viel Speicherplatz eigentlich so Preset-Styles überhaupt brauchen. Also mit 100 bis 200 Megabyte ist es viel in heutiger Zeit, entscheidet ihr es. Ich finde es nicht viel. Da hättest du alle Styles im neuen Keyboard drin und könntest einfach auf dieser Basis weiterarbeiten. Du hättest also unverändert deine Registrierungen, kannst gucken, was für ein Style habe ich genommen und kann dann ganz gemütlich im Keyboard nach einem Alternativstyle der neueren Generation gucken und hab nicht diesen Stress. Und vor allem, es funktioniert noch. Ich kann weiterarbeiten. Das ist das, was mich zur Weißglut bringt. Das ist einfach wie jedes Mal wieder. Bei jedem Keyboardwechsel von Tyros 4 auf 5 auf Genos 2 wieder, muss ich alle Produkte nicht nur angucken und testen, ob sie noch gehen, sondern ich muss sie teilweise wieder neu aufbauen. Und das ist wochenlange Arbeit. Das ist einfach Arbeit, Arbeit, Arbeit. Leute, ihr stehlt mir meine Lebenszeit, Yamaha. Und Und nicht nur mir, nicht nur mir. das heißt, die Anwender, ich sag mal, die meine Musikfreunde, die Wohnzimmerspieler, die so wie ich zu Hause für sich spielen, die stehen ja zum Glück nicht unter Zeitdruck, die passen also jetzt wohl oder übel alles an. Die Bühnenmusikanten stehen unter Stress, wie eben schon gesagt. Das lässt sich ja, jetzt ist ja das Kind, das Keyboard in den Brunnen gefallen. Das lässt sich wohl nicht mehr vermeiden. Du hast bei deinem Angebot schon die Dateien auf Genos 2 umgestellt oder bist Ich dabei? bin drin. Seit Wochen, Tag und Nacht arbeite ich da praktisch fast durch, um Okay. möglichst schnell das Ganze vorwärts zu bringen. Ich Sag hätte mal, der diese Umstellung ist ja, wie du gerade eben schon angedeutet hast, die findet ja immer mal wieder statt. Aber da war, ich habe da so eine Botschaft rausgehört aus deinem Video in Richtung Yamaha. Darum ging es ja.
Genau. Vor dem Hintergrund, vielleicht kommt ja irgendwann einmal in Kürze ein Mittelklasse-Keyboard. Da wäre wohl deine Bitte, wenn ich das richtig verstanden habe. Erklär es Ja. selbst. Ja, macht einen Cut und sagt, okay, ab der Mittelklasse, die jetzt irgendwann mal rauskommt, lassen wir die alten Mittelklasse-Styles einfach drin. Dann kommen die User weltweit, können auf der Basis weiterarbeiten und können dann einfach nach und nach ihr eigenes Repertoire wieder aktualisieren mit den neuen Möglichkeiten. Aber lasst es einfach drin. Du hast in einem Video so schön animiert, die Musikanten, Freunde animiert, einen Kommentar in dieses Video zu schreiben. Das Video verlinken wir unten in der Videobeschreibung. Und wo gehen die Kommentare hin? Hoffst du, Ja, dass okay. jetzt bei Yamaha jemand deinen YouTube-Video nachliest oder transportierst du das auch nochmal zusätzlich an Yamaha weiter? Natürlich, also ich möchte erstmal noch ein paar Kommentare von euch abwarten, was ihr dazu meint, aber es geht eigentlich alles in die gleiche Richtung. Ihr leidet da alle ebenfalls. Also die, wo Registrierungen hergestellt haben, die leiden eigentlich auch darunter. Und ganz besonders, das habe ich jetzt vorher vergessen zu sagen, es betrifft ganz besonders Registrierungen, wenn ich beim Style nicht nur einen Style verlinkt habe. Da bin ich auf Gedeihen Verderb zwar angewiesen drauf, ist der Style noch da und klingt er in etwa so wie seither. Aber ich mache ja noch in meinen Registrierungen was anderes. Ich setze ja noch ein Revoicing drauf. Also im Mischpult werden die Instrumente ausgetauscht. Ich möchte ja oft einen ganz bestimmten Sound eines Musikstücks erreichen. Ja. Ja. So, und das schafft ihr eigentlich nur. Das geht jetzt in eine ganz andere Richtung als deine Frage, aber ich komme drauf zurück. Ja, Gell? ja. Da könnt ihr euch nur retten, indem ihr diesen revoiceden Style, also praktisch eure Registrierung nehmt und den Style im Style Creator abspeichert und dann mitnehmt. Okay, Mühsam. um das festzuhalten, es ist so mühsam. Okay, aber um jetzt auf deine Frage einzugehen, ja, natürlich, ich möchte die Kommentare abwarten, die ihr dazu schreibt. Und dann wird dieses Yamaha-Video, also nicht Yamaha-Video, sondern dieses Video, werde ich an die Yamaha-Entwickler weitergeben. Und dann können die mal lesen, was die User dazu sagen. Also nicht nur die schimpfende Dolde, die sich schon wieder unbeliebt macht. Ich weiß, ich bin da böse, aber es ist einfach schiere Verzweiflung, warum ich das Okay. mache. Okay. Okay. Ich Ich denke, denke, auch andere auch andere. Anbieter haben, wenn sie ein neues Gerät bringen, das ein oder andere Problem mit sich rumgetragen. Erleben wir ja zurzeit. Aber hier wäre sicherlich einiges vermeidbar gewesen, könnte man schon sagen. Das ist Relativ genau der einfach. Punkt. Das ist genau der Punkt, dass man das so leicht vermeiden könnte. Die Leute könnten auf der Basis weiterarbeiten, wenn die Styles drin blieben. Mehr ist es nicht. Okay, die MIDI-Filespieler, wenn man also nur MIDI-Files spielt, gibt es keine Probleme. Also das sieht man auch an unserer Update-Liste für den Genos 2. Da ist der Charlie kurz durch, check, 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 hat alles kurz durchgehört, alles läuft, weil die Voices sind noch drin, die Effekte Ja, waren noch drin. okay. Da gibt es keine Schwierigkeiten. Das Problem ist wirklich, wenn Verlinkungen stattfinden vom User zu dem, was im Keyboard drin gespeichert ist, dann entstehen die Probleme, wenn da was verändert wird. Okay. Also wer keine Registrierungen hergestellt hat, hat kein Problem. Ja, aber ohne Registrierung geht ja fast kaum, sage ich mal. Beim Schwierig. Yamaha-Keyboard, ja okay, wenn man es wie Frank Steinbrecher sieht, der sagt natürlich, nicht so viel registrieren, mehr spielen. Aber wenn man halt bestimmte Ziele erreichen möchte, einen Ja, bestimmten geht's Sound von nicht. Musikstücken und so, dann kommt man eigentlich nicht drum rum. Ist halt doch die Hauptschaltzentrale an unseren Ja. Yamaha-Keyboards. Ja. Okay, jetzt habe ich einiges aus deinem Video viel besser verstanden, sehe das, denke ich, genauso wie du. Wir wollen Ja. hoffen, dass die Entwickler bei Yamaha ein offenes Ohr haben für die Zukunft Wäre schön, würde ich uns allen wünschen. und den Anwendern, das sage ich jetzt mit einem leichten Schuss Ironie, wünschen wir jetzt viel Freude in den langen Wintermonaten, Abenden beim Umstellen von 1496 Registrierungen. War nicht ganz ernst gemeint. Aber so lernt man das Gerät auch etwas mehr kennen. Ja, klar, Wir logisch. wünschen vor allen Dingen, denke ich, viel Freude an der Musik. Ja, und am Genos 2 auch, der macht sonst echt Spaß, nur dieser Punkt ist es eigentlich. Okay. Okay. Okay.
Heidrun, dann sage ich herzlichen Dank, wünsche dir und Charlie einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal wieder. Ich freue mich schon drauf. Alois, dir auch einen schönen Sonntag und euch allen natürlich auch. Also. Okay, tschüss. Tschüss.